Zu den beliebten Clubleistungen zählen die seit diesem Jahr zweimal jährlich erscheinenden Jahresfilme. Vor allem die überaus realistischen Modellaufnahmen faszinieren immer wieder aufs Neue. Wir haben dem Kameramann ein wenig bei der Arbeit zugeschaut, um zu sehen, wie er die Trax-Lokomotiven von Trix oder die wunderschöne Anlage Dürnstein in Szene setzt. Worin unterscheiden sich die Vorbild- und Modellaufnahmen? Ja, das Filmen von Modelleisenbahnen ist im Prinzip nicht komplizierter als das Filmen anderer Gegenstände oder Landschaften oder so. Es ist alles nur etwas kleiner. Und da liegt schon das Problem. Man hat gegebenenfalls, das kennt jeder, der Fotos machen will von seiner Modellbahnanlage, Probleme mit der Schärfe, mit der Schärfentiefe. Und da muss man beim Filmen eben auch sehr genau aufpassen. Gerade im Zeitalter der großen Fernsehmonitore sieht man da natürlich dann schon sehr schnell, wenn da was nicht genau hinhaut. Und dann haben wir natürlich einen großen Vorteil wieder bei dieser Eisenbahnfilmerei, Modellbahnfilmerei im Gegensatz zur großen Eisenbahn, bei der man im Prinzip nur eine Chance hat. Wenn der Zug kommt, kommt er. Man drückt auf den Auslöser und dann muss man sehen, dass die Aufnahme gut wird. Da haben wir bei der Modellbahn den großen Vorteil, dass wir sagen, ja, tut mir leid, ich habe hier einen Fehler gemacht oder die Schärfe ist verrutscht. Dann können wir den Zug nochmal zurückfahren und nochmal fahren lassen. Das ist natürlich dann schon etwas einfacher. Ja, und dann ist es uns natürlich sehr wichtig, kleine Geschichten zu erzählen. Wenn wir eine Modellbahnanlage vorstellen, dann folgen wir im Prinzip den Intentionen, die auch der Erbauer gehabt hat. Er hat ja immer irgendwie Ideen, damit zu spielen mit der Anlage. Er möchte Züge von A nach B fahren lassen. Dort muss die Lokomotive umsetzen in B, um dann wieder zurück nach A zu fahren. Oder er muss irgendwo anhalten, einen Zug passieren lassen, eine Überholung. Oder er muss rangieren, Güterwagen umstellen und so. Und solche kleinen Geschichten sich auszudenken und dann Stück für Stück zu filmen, richtig auch vielleicht mit kleinen handelnden Figuren, die man dann einbaut, das macht großen Spaß und das bringt dem Zuschauer die Anlage auf einer ganz anderen Art und Weise auch näher als nur eine Aneinanderreihung von einzelnen Bildern, die sicherlich auch schön sein können, aber wo der Zusammenhalt halt fehlt. Und was wir natürlich auch sehr gut machen können bei der Modellbahnfilmerei, gerade bei Anlagen, ist, dass wir die Perspektiven sehr schnell wechseln können. Also wenn man draußen bei der großen Eisenbahn was filmt oder in einer Stadt oder so, ist es schon sehr problematisch, aus der normalen Augenhöhe rauszukommen. Gut, man kann mal schnell von unten filmen, aber so eine Überblickssachen oder gerade mal eine Bewegung von einem Überblick runter in ein Detail, das ist schon sehr aufwendig. Das geht eigentlich nur mit höchst teurer Technik zu machen. Wir können das mit einem relativ kleinen Kran sehr einfach bewerkstelligen und den Zuschauer mitnehmen auf eine Reise von dem Hubschrauber runter bis zu einer Lokomotive oder einer Figur. Also wenn man da das schön austüftelt, dann kann man da tolle Sachen machen. Und damit dann natürlich auch ganz andere Seiten der Modellbahnanlage zeigen. Das Wichtige beim Filmen von Modelleisenbahnanlagen ist, dass man sehr viel Geduld haben muss. Sowohl der Anlagenbetreiber, der uns die Züge von A nach B fahren muss, der muss auch Geduld haben, weil wir viele Sachen 2, 3, 4 Mal machen wollen. Einfach, weil was vielleicht nicht funktioniert hat oder nicht gut aussah oder weil der Zug ein bisschen geruckelt hat. Es ist ja, das dürfen wir nicht vergessen, es ist Spielzeug, mit dem wir da arbeiten. Und da braucht man eben sehr viel Zeit. Manchmal sind Modellbahn-Enthusiasten da, zu denen wir nach Hause kommen, entsetzt, wenn sie hören, dass es dann 4 bis 5 Stunden dauern wird, bis wir ihre kleine 1x2-Meter-Anlage gefilmt haben. Es gibt ja meistens auch sehr viel zu entdecken und wir wollen ja doch sehr viel zeigen, immer in kurzer Zeit. Und dann nehmen wir uns umso mehr Zeit, um das alles zu entdecken. Freuen Sie sich also schon jetzt über herrliche Fahrszenen mit prächtigen Zügen in schöner Landschaft. Zu sehen in den Jahresfilmen, die der nächsten Club-Aussendung beiliegen. Die Albula-Linie der meterspurigen Rätischen Bahn im schweizerischen Kanton Graubünden zählt zu den Welterbestätten der UNESCO. Darüber informiert auch die bunt gestaltete GE443-650. Insgesamt verfügt die RHB über 12 Maschinen dieses leistungsstarken Typs. Sie erreichen ein Spitzentempo von 100 km/h und verfügen über eine Leistung von 2400 Kilowatt. Geliefert wurden sie zwischen 1993 und 1999. Zurzeit sind alle Maschinen als farbenfrohe Werbeloks unterwegs.
Die Strecke führt durch alpines Gelände und weist vor allem im Abschnitt zwischen Filisur und dem Albula-Tunnel zahlreiche Kunstbauten auf. Tunnels reihen sich an Brücken und umgekehrt. Hier findet der LGB-Bahner zahlreiche Anregungen für seine Anlage. Wie beispielsweise Stützmauern oder auch Hangsicherungen, die aus alten Schwellen bestehen. Filisur ist Ausgangspunkt zahlreicher schöner Wanderungen. So führt ein Wanderweg auch direkt zum wohl eindrucksvollsten Bauwerk der Strecke, dem Landwasserviadukt. Dieses 136 Meter lange, aus Kalkstein gefertigte Bauwerk ist das Wahrzeichen der Albula-Linie. Stolze 65 Meter misst der längste Pfeiler dieser Brücke. Zu den Paradezügen dieser Strecke gehört der Glacier-Express, der Zermatt mit St. Moritz verbindet und aus komfortablen Panoramawagen gebildet wird. Gleiches gilt auch für den Bernina-Express. Er verkehrt zwischen Chur und Tirano. Sind das nicht glänzende Aussichten? Eine Reise in einem solchen Zug sollte sich jeder Eisenbahnfreund einmal gönnen. Märklin-Modelle überzeugen durch besondere Merkmale. So werden die Gehäuse aus Metall oder hochwertigem Kunststoff mit modernster Technologie hervorragend bedruckt. Dabei wird selbst auf winzigste Details geachtet. Im aufwendigen Tampondruckverfahren kommen feine Zierlinien und Beschriftungen in der jeweils richtigen Farbe an den richtigen Ort. Wir wollen uns jetzt einige Bedruckungsvorgänge am Modell des Dieseltriebzugs der Baureihe VT085 näher ansehen. Trotz modernster technologischer Hilfsmittel ist eine visuelle Überprüfung durch eine fachkundige Mitarbeiterin unabdingbar. Unter der Lupe sieht Monika Ruland, ob das Ergebnis der Arbeit den hohen Qualitätsansprüchen genügt. Die beiden sandgelben Linien passen. Und so kann auch dieses Gehäuse einer weiteren Bearbeitung zugeführt werden. Während der Serienfertigung eines Modells wird in der Lackiererei zeitgleich an verschiedenen Stationen gearbeitet. Schablonenlackieren nennt man diesen Arbeitsschritt. Hier erhalten die Triebköpfe die schwarz-graue Farbe im Bereich der Fenster. Dank einer exakt angepassten Schablone kommt die Farbe genau dahin, wo sie hin soll. Vor Überraschungen ist aber niemand gefeit. Beim Bedrucken des VT08 gab es ein Problem, welches? Wir haben beim VT08 nach Beginn der Erstauslieferung festgestellt, dass wir an den Triebköpfen einen Fehldruck hatten. Auf den Triebköpfen gehört normalerweise ein VT08 und nicht ein VM08, wie es auf den Mittelwagen der Fall ist. Und wie gesagt, nach ungefähr 300 bis 400 ausgelieferten Produkten haben wir festgestellt, dass wir den Mangel haben und haben dann sofort die Auslieferung eingestellt. Wie wird das nun korrigiert? Korrigiert wird es in zwei Schritten. Einmal an Modellen, die noch keine Klarlackschicht haben. Die wird dann mit Lösemittel abgeputzt und frisch bedruckt. Und bei Modellen, die die Klarlackschicht schon haben, wird es mechanisch abgelöst und ebenfalls auch neu aufgedruckt und die Klarlackschicht neu aufgebracht. Aus Fehlern lernen oder aus Schaden wird man klug, würde der Volksmund sagen. Jedenfalls werden hausintern weitere Qualitätssicherungsmaßnahmen ergriffen, um künftig solchen unliebsamen Überraschungen entgehen zu können. Und so ist der Einsteller der Malerei, Anton Kainz, dabei, den Triebköpfen die richtige Beschriftung zu verpassen. Er prüft nach jedem einzelnen Druck, ob nun auch wirklich VT auf dem Gehäuse geschrieben steht. Wenn nun der Kunde ein Modell mit der VM-Bedruckung hat, was kann der machen? In die Sammlung legen oder umtauschen? Es gibt sicherlich Sammler, die sich den Fehldruck als Rarität ans Lager oder in ihre Sammlung mit aufnehmen.
Und es gibt sicherlich Kunden, die den Weg gehen, dass man das Modell einschickt und wir reparieren das dann. Dass der VT085 optisch gelingen konnte, dafür sorgten viele geschickte Hände. Aber wie sieht es mit seinen Fahreigenschaften aus? Mehr dazu in der nächsten Ausgabe von Märklin TV.